Gibt es hier keine Essen? Ja doch, Frikadellen. Schön herzhaft. Wie Sie sehen, auf Ihrem Konto geht es in den letzten Monaten ständig bergab. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Haben Sie denn schon eine Idee? Sie müssen Griechenland sehr lieben. Das ist alles für mein neues Restaurant. Blau, blau, die Farbe des Himmels und des Mittelmeers. Das ist für die neue griechisch-deutsche Erlebnisgastronomie. Nachts arbeitest du und tagsüber schläfst du. Wie willst du so eine Frau finden? Sag mal, kannst du mal ein bisschen aufpassen? Ich glaube, du brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen. Ich habe schon eine Frau kennengelernt. Diese Inga ist nichts für dich. Sie passt einfach nicht zu dir. Solche Mädchen haben keinen Sinn für Familie. Du bist immer noch der alte Sturkopf aus Anatolien, Herr Ramjan. Wer kann in Deutschland einen Antrag auf Eheschließung stellen? Jedenfalls nicht der Onkel. Spritze, wir operieren. Und ich sage immer, Heimat ist nicht da, wo man geboren ist, sondern da, wo man satt wird. Zwei Dinge kann dein Papa. Möbel bauen und kochen. Meine Firma ist pleite gegangen. Mein Chef musste uns alle entlassen. Was das Schlimmste ist, ich habe es meiner Frau noch nicht gesagt. Michali! Ist hier vorhin ein Mann gewesen? Ach, Sie meinen hier diesen arbeitslosen Griechen? Wie arbeitslos? Wir sind Eheleute, Michali. Mann und Frau. Einer trägt die Last des anderen. Die Sozialkompetenz ihrer Tochter hat ebenfalls schwer nachgelassen. Aber jetzt kommst du nach der Schule sofort nach Hause. Und haben Sie Schluss mit den Partys. Wir schleichen uns nachts raus. Das ist doch viel besser, als zu Hause rumzusitzen. Ich habe mich in dich verliebt. Vielleicht hörst du mal auf, mir nachzulaufen. Darauf stehe ich nämlich gar nicht. Diesem Jungen muss man noch einiges beibringen, nicht wahr, Niki? Hm? Wir wollen wissen, was aus uns in der Zukunft wird. Ihr werdet immer zufrieden und glücklich sein. Das macht 25 Euro. Das A und O, das Alpha und Omega von allem, das ist die richtige Küche.